Hallo zusammen! Bevor wir zu den News kommen, möchte ich euch noch eine kleine Geschichte erzählen, die von mir, Sony und der Vorbestellung eines bestimmten Videospielsystems handelt. Es begab sich am 4. September, dass ich aus einer Laune heraus die PS3 bei Amazon.de vorbestellte. Am 5. September folgte noch ein Anruf bei Sony, um auch sicherzugehen, dass ich zum Launch eine Konsole bekommen würde. Gar kein Problem, sagte man mir. Solange ich ein Vorbestellerzertifikat hätte, würde alles glatt laufen. Am 6. September war es dann auch soweit. Freudestrahlend eilte ich ins Büro unserer liebreizenden Assistenz, um mein Vorbestellerzertifikat entgegenzunehmen, das mit der Post gekommen war. Zurück in der Geborgenheit meines Büros riss ich ungeduldig den Umschlag auf und förderte das Zertifikat zutage. Das ist es. Ist es nicht herrlich? Ist es nicht wunderschön? Die wahrscheinlich am besten angelegten 50 Euro Anzahlung meines Lebens. Immerhin hatte ich mir damit eine PlayStation 3 zum Deutschlandstart Mitte November gesichert. Anschließend surfte ich noch ein wenig im Internet herum, wo ich aber schon bald folgende Meldung sehen musste. PS3 Europastart verschoben? Konsole kommt im März 2007? Pech für uns, Weihnachten wird PS3 los? So, nach dem Schock sehen wir uns aber schnell mal die Spiele an, die uns diesen Monat als Vorabversion erreicht haben, für die aber kein eigenes Video drin war. Den Anfang macht Superbikes Riding Challenge von Ubisoft. Wenn ihr diese Szenen seht, sollte das PS2-Spiel eigentlich schon im Laden liegen. Allerdings hat es Ubisoft nicht geschafft, uns eine Testversion zu schicken. Mehr dazu gibt's deshalb erst im nächsten Heft. NHL 2K7 kommt für PS2 und Xbox und sollte ebenfalls Anfang Oktober erhältlich sein. Hier seht ihr die PS2-Version. Das Spiel steuert sich gut und selbst absolute Sportmuffel wie ich schaffen es, ein Tor zu schießen, wie ihr hier seht. Auch zu NHL 2K7 gibt's voraussichtlich einen Test in der nächsten Ausgabe. Und damit sind wir auch schon am Ende. Nächsten Monat erwartet euch an dieser Stelle wieder unser News-Anchorman Benny. Moment, einen habe ich noch. Mitte September fanden in Japan, den USA und Europa Pressekonferenzen statt, in denen neben Launchtermin und Preis der neuen Nintendo-Konsole Wii auch das Start-Line-Up bekannt gegeben sowie einige Funktionen näher beleuchtet wurden. Termin für Deutschland ist übrigens der 8. Dezember 2006. Dann steht das innovative neue Gerät zum Preis von 249 Euro inklusive Wii Sports in den Läden. Zum Launch-Line-Up gehört neben einigen vielversprechenden Titeln von Fremdherstellern auch Nintendos Action-Adventure The Legend of Zelda Twilight Princess. Im Gegensatz zur GameCube-Zeit setzt Nintendo diesmal voll auf Online. Neben der Virtual Console, für die ihr euch kostenpflichtige Klassiker herunterladen könnt, gehören zum Wii Channel auch ein Nachrichten- sowie ein Wetterkanal. So, jetzt sage ich aber wirklich Tschüss bis dann und wünsche euch natürlich noch viel Spaß mit dem Rest der DVD. Mehr Infos zu Nintendos Wii findet ihr selbstverständlich im Heft.